Nein, Fan nicht. Fan wäre zu viel gesagt. Aber ein Freund, ich finde so seine Gesten, seine Äußerungen wirklich überaus sympathisch. Und wenn ich so Interviews von ihm sehe, Auftritte von ihm sehe, dann denke ich mir, cooler Typ. Er spricht ihre Sprache. Er geht auf sie zu, er hört ihnen zu. Das sind Momente, die Jugendliche an Menschen grundsätzlich begeistern. Das erleben sie vor Ort in den Gemeinden, das erleben sie in Freundeskreisen, aber eben auch jetzt bei Papst Franziskus. Und das gibt ihnen einen ganz großen Kredit. Naja, er lebt jetzt nicht hautnah. Ich habe ihn halt auch wahrgenommen auf den Bühnen und auf der Videoleinwand und in seinen Ansprachen. Ich glaube gar nicht mal, dass alle Jugendlichen, deutschsprachigen Jugendlichen, die Ansprachen dann auch auf Deutsch nachher übersetzt bekommen haben. Das ist auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie er mit den jungen Menschen dort an der Copacabana in diesen Tagen gelebt hat, zusammengelebt hat. Und er hat sich als ein Teil dieser Gemeinschaft verstanden und das hat man gemerkt. Und das macht ihn authentisch und das zieht die jungen Menschen an. Er setzt Zeichen, wie er die Kirche und die Botschaft von Jesus Christus verstanden haben will. Und die Frage nach Barmherzigkeit, die ja ihn umtreibt, hat er unglaublich in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist gut und richtig so. Und das wird auch uns, denke ich, verändern. Ich wünsche ihm Gesundheit, Mut, Menschen, die ihn begleiten, die ihn unterstützen. Und in dem Sinne können wir das auch tun, nämlich indem wir für ihn beten.